Ich freue mich sehr, Sie heute Abend bei einer besonderen Veranstaltung begrüßen zu können. Eine Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Marcel Odenbach, die wir ja gerade hier im Kunstmuseum zeigen. Und einer Veranstaltung, die eigentlich noch gar keinen so langen Vorlauf hatte, weil sie sich einer Erstbegegnung zwischen Herrn Professor Gebhardt, der mich netterweise angerufen hatte, um zu sagen, es wäre doch vielleicht gut, wenn wir mal in Kontakt treten, denn möglicherweise gäbe es zwischen unseren Betätigungsfeldern hier dem rein ästhetischen Reich des Kunstmuseums, das bei näherer Betrachtung nicht nur dem Ästhetischen gewidmet ist, so funktionieren Museen ja auch nicht mehr, und eben Ihrem Käthe Hamburger Kollege Recht als Kultur, als einem Exzellenzcluster sozusagen auch der Bonner Universität, dass es hier Berührungspunkte gäbe, was mir sofort eingeleuchtet hat. Und wir sind sehr schnell in einem Erstgespräch, Sie werden ja gleich zu Recht als Kultur und zum Käthe Hamburger Kollegen noch etwas sagen, deswegen spare ich das jetzt mal hier ganz bewusst aus. Aber wir haben bei diesem Treffen eigentlich sehr schnell festgestellt, dass es eine Schnittstelle gibt, die wir eigentlich sofort spielen können und dann auch wollten. Und sie hatte eben mit der Ausstellung Marcel Odenbach und mit einer ganz konkreten Arbeit von Marcel Odenbach, die Sie hier auch im Bild sehen, abgelegt und aufgehangen, Richterroben aus dem Jahre 2013, zu tun, bei der sich diese Frage, also der Niederschlag des Ästhetischen sozusagen in einem Feld, das mit der Jurisdiktion zu tun hat, eine Rolle spielt, und auch der Frage, was uns das Ästhetische eigentlich über das Recht nahebringen kann. Dieses Feld wollten wir an diesem Abend etwas näher und durchaus auch ein bisschen experimentell in einem Gespräch untersuchen, an dem Sie natürlich auch beteiligt werden sollen. Deswegen werden wir nach einer kürzeren Weile dieses Gespräch auch ins Publikum öffnen. Ich möchte Ihnen aber, bevor Herr Professor Gebhardt Ihnen gleich nochmal zu seinem Kolleg und zu Recht als Kultur einiges sagt und wir dann ins Gespräch einsteigen, doch auch Marcel Odenbach und die Ausstellung etwas näher bringen. Marcel Odenbach ist 1953 in Köln geboren und hat ein Studium an der Technischen Hochschule in Aachen absolviert, das Architektur, Kunstgeschichte und Semiotik umfasst. Und wir werden nämlich nachher noch in die Ausstellung gehen, auch sehen, dass sich diese Themenfelder, mit denen sich Marcel Odenbach während seines Studiums beschäftigt hat, auch in den Werken wiederfinden. Es ist ein künstlerisches Werk, das in Deutschland, man kann eigentlich auch sagen im europäischen Raum, vor allem über die großen Videoarbeiten und Videoinstallationen seit den 70er Jahren, also über einen Zeitraum der letzten 35 und 40 Jahre, bekannt geworden ist. Und diese Ausstellung, die wir hier machen, ist insofern anders, und es ist durchaus auch ein Diskussionsprozess mit dir, Marcel, gewesen über diese Ausstellung, als wir uns ausschließlich auf die Papierarbeiten konzentrieren und damit auf einen Werkteil, der zumindest in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, nicht in dem Maße bekannt ist. Was insofern interessant ist, als es doch immer wieder auch Ausstellungen gegeben hat, bei denen zumindest in der Kombination aus Videoarbeiten, Videoinstallationen auch Papierarbeiten gezeigt wurden. Und es ist interessant vor dem Hintergrund, dass in den USA, insbesondere auch in New York, durchaus die Arbeiten auf Papier vielleicht einen größeren Bekanntheitsgrad haben, als sie das hier haben. Darüber wird vielleicht auch noch zu reden sein. Für uns war das jedenfalls eine ganz besondere Gelegenheit, diesen Werkteil hier vorstellen zu können und durchaus in einer retrospektiven Weise vorstellen zu können. Sie werden, wenn Sie durch die Ausstellung gehen, sehen, dass wir in den Mitte der 70er Jahre beginnen und eben die aktuellsten Arbeiten beispielsweise abgelegt und aufgehangen sind aus dem Jahre 2013, also ganz aktuell. Und Sie werden dabei auch feststellen, dass es vielfältige Beziehungen gibt zwischen den Arbeiten auf Papier und den Videoarbeiten. Das betrifft einerseits den Rückgriff auf Found Footage, also auf sozusagen Bildmaterial, das gefunden wird und das dann verarbeitet wird. Es betrifft das Prinzip des Schnittes, das natürlich für die
Prinzip der Videoarbeiten extrem wichtig ist und in den Papierschnitten dieser Papiercollagen wiederkehrt. Und es betrifft sehr viele Themenfelder, die sowohl in den Videoarbeiten wie auch in den Papierarbeiten wieder auftauchen. Die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte, dem Nationalsozialismus, dem Kolonialismus und Afrika, die Beschäftigung mit Machtstrukturen, die sich in Logos, Zeichen und Brandings, in Flaggen äußern, die Beschäftigung überhaupt mit Mustern und der Inhaltlichkeit, die hinter Mustern steckt. Und Sie werden, und das kann Ihnen natürlich diese Veranstaltung, soweit sie hier unten im Auditorium stattfindet, nur ganz bruchstückhaft nahebringen, auch sehen, wie komplex in Form sozusagen einer Bildreflexion diese Papierarbeiten gebaut sind. Es sind Arbeiten, die Sie mit fast opulenten großen Motiven konfrontieren, die je näher sie kommen, sich in eine Fülle von Hunderten von Einzelfragmenten auflösen, die gleichermaßen sozusagen eine bestimmte Form von Bildskepsis verraten, also ein Misstrauen gegenüber der Einheit des Bildes und einer Einheitlichkeit seiner Aussage und dennoch am Bild festhalten, mit dem Bild, im Bild und durch das Bild sozusagen die Inhaltlichkeit formulieren, die Marcel Odenbach in jedem seiner Werke formuliert, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Kontexten, ohne einen dogmatisch erhobenen Zeigefinger, ohne einen Anspruch darauf, eine Wahrheit zu formulieren, sondern immer vor dem letztlich aufklärerischen Ziel stehend, die Vielschichtigkeit dessen, was Wirklichkeit, was Geschichte, was Bedeutung sein kann, anzudeuten. Dies trifft auch auf die Arbeit, und darüber werden wir reden, hier auch in dieser kleinen Runde abgelegt und aufgehangen zu. Die Frage, ob Recht und Rechtsprechung eine objektivierbare Wissenschaft ist, ob sozusagen wir hier auf Hard Facts zurückgreifen können, die unumstößlich objektivierbar sind, wird auch anhand dieser Arbeit verhandelt. Wir haben diese Veranstaltung Recht im Bild genannt. Daran haben wir ein bisschen rumgearbeitet, bis wir soweit waren. Natürlich drückt diese Veranstaltung in dem Titel aus Recht und Bild, also die Zusammenführung der beiden Bereiche, jetzt erstmal auf der simpelsten Ebene. Es gibt aber auch das Recht am Bild, das hier zum Beispiel in Bonn von der VG Bildkunst vertreten wird, das sich in diesem Recht im Bild auch wiederfindet. Und Recht im Bild heißt natürlich in gewisser Weise übertragen auch Recht ins Bild gerückt, also die Frage nach dem richtigen Bild und damit nach einer sowohl ästhetischen wie aber auch anders zu verstehenden Kategorie stellt sich hier auch. Lassen Sie mich, um das Ganze noch einzuleiten und sozusagen meine Frage an die Gerechtigkeit oder meinen Umgang mit dem Thema Recht und Rechtsformen in einem ästhetischen Feld etwas auf den Punkt zu bringen. Vielleicht ein Zitat an das Ende meiner kleinen Ausführungen stellen, das von William Geddes stammt, den Sie zum größeren Teil vielleicht und ich würde sagen hoffentlich kennen. Amerikanischer Schriftsteller, 1922 geboren, 1998 gestorben, 1955 ein, wie ich finde, epochales Werk geschrieben, The Recognitions, zu Deutsch, die Fälschung der Welt, auch der deutsche Titel ist sehr schön. Es geht in diesem Buch unter anderem um einen Jan van Eyck-Fälscher und es geht um das große Theorem, inwieweit nur die Fälschung eine Optimierungsmöglichkeit für das Original ist, also sozusagen eine Diskussion, die Kopie gegen Fälschung hält. Und William Geddes, der mit diesem Buch komplett erfolglos war, glaube ich, 500 Exemplare wurden verkauft, hat sein letztes Buch dem Bereich der Justiz gewidmet. Dieses Buch heißt auf Deutsch Letzte Instanz, ist 1994 erschienen, 1996 in Deutsch übertragen worden, zwei Jahre später war er tot und Letzte Instanz widmet sich dem Rechtssystem und seinen Auswirkungen auf uns alle. Beschäftigt sich aber in dem Zusammenhang auch unter anderem mit Richard Serra, der in diesem Roman als Sirk mit Doppel-S und 3 R und 4 Ks auftaucht. Und der erste Satz dieses wirklich epochalen Romans von William Geddes, Letzte Instanz,
beginnt mit folgendem Statement. Gerechtigkeit gibt es im Jenseits. Hier auf Erden gibt es das Recht. Und das ist sozusagen der Bogen, der sich dann in diesem Roman in einer vielfältigen, sehr komplexen Weise aufspannt und der vielleicht auch eine gewisse Basis für unsere Diskussion bietet. Und Geddes, der an dieser Stelle sehr skeptisch ist, aber wir werden sicherlich auch konträre Stimmen hören, fragt im Grunde danach, inwieweit man in der für seine Begriffe surrealen Logik und der sprachlichen Rabulistik der Gesetzestexte überhaupt noch Gerechtigkeit wiederfinden kann. Dies von meiner Seite. Ich übergebe an Herrn Gebhardt und freue mich auf einen interessanten, ertragreichen, vielleicht auch kontroversen Abend. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Berg, lieber Marcel Odenbach, ich freue mich sehr darüber, dass es diese Begegnung gibt heute Abend und dass sie vielleicht gar der Auftakt wird für eine nicht unbedingt institutionalisierte Form, aber doch eine kontinuierliche, wechselseitige Umwerbung der Künste und der Rechtsanalysen. Das jedenfalls wäre eine wunderbare Sache. Was können Bilder aber vom Recht visualisieren? Meine Damen und Herren, hierzu müsste man, das werden Sie systematisch anmerken, zuallererst wissen, was denn Recht sei. Das ist, wie die meisten Juristen hier sicherlich bestätigen werden, keine ganz so einfach zu beantwortende Frage. Ist es eine Normenordnung, deren Reinheit von allen empirischen Bedingungen, Beimischungen freizuhalten ist und nur aus dem Geltungsanspruch lebt, mit dem eine jede nach dem jeweils positiv geltenden Verfahren korrekt erzielte normative Erwartung erzeugt wurde, also Normenordnung? Ist es eine Zwangsordnung, der faktische Geltung, die sich aus der Sanktionsmacht eines Apparates, der Durchsetzung der Polizei, der Justizgewalt ergibt? Oder ist es eine symbolische Ordnung, ein mehrschichtiges Zeichensystem sprachlicher und außersprachlicher Verweise, die soziologisch auf die in einer Gesellschaft geschützten kollektiven Gefühle verweisen und dem in ihrer Sprachform und dem symbolischen Setting der Rechtsräume, ihrer Zeitordnung und ihrer Figuren der Rechtswahrung symbolischer Ausdruck verliehen wird? Vielfach erscheint Recht aber auch als eine rituelle Anordnung, in der sich die zum Rechtsspiel gehörenden Figuren wie nach einem heimlichen Skript bewegen, plädieren, revidieren, gestikulieren, notieren, in besonders eindrücklichen Sprechaktmustern Recht sprechen, in Verwaltungsvorgängen Akten ziehen, vernichten, löschen und so weiter. Darüber haben wir gestern über Documentality mit Maurizio Ferraris sprechen können im Kolleg am Dienstagsforumsabend. Diese Art der Beschreibung zielt noch auf das Sichtbare, für den Laien evidente Recht, das in ausdifferenzierten Räumen eines Gerichtssaals, einer Verwaltung, eines Parlaments und einer seiner medialen Repräsentation in Court-TV-Shows, Medienberichten und so weiter in Erscheinung tritt. Das lebendige Recht aber, wie es Eugen Ehrlich so schön bezeichnet hat, ist nicht nur in einem panjuristischen Weltbild überall da präsent, wo wir es potenziellerweise mobilisieren können, um durch eine Strafandrohung die Verletzung eines geschützten Rechtsgutes gerade zu verhindern, Leistungsstörungen im Warenverkehr zu vermeiden, indem das Gewährleistungsrecht es klüger erscheinen lässt, ordentlich zu liefern, verfassungskonforme Gesetze zu produzieren, anstatt die Grundfesten der Verfassung zu unterlaufen, Kinder anständig zu versorgen und Sorgerechte zum Wohl der Kinder distribuiert zu wissen, auch bevor es zu einer Sorgerechtsentscheidung käme. Dieses latent mobilisierbare Recht bekommen wir kaum zu fassen. Ist das die Brücke vom Recht der Bücher, Law in the Books, wie man im englischen und amerikanischen Kontext sagt, zum angewendeten Recht, dem Law in Action?
Lässt es sich überhaupt repräsentieren? Wo liegen die Grenzen der Darstellbarkeit eines derart abstrakten Begriffs wie dem des Rechts, der gleichwohl eine für uns alle und ausnahmslos geltende Wirkung hat? Und jetzt wird es spannend, meine ich jedenfalls. Vermögen die Künste vielleicht gerade über die Fähigkeit, das noch nicht Wirkliche oder potenziell Wirkliche oder die Wirklichkeit von Geltungsansprüchen darzustellen? Dies führt interessanterweise zu Grundfragen der Kunst und seiner Fähigkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen, aber auch danach, was wir meinen, wenn wir von Recht reden. Allein daher scheint mir eine Begegnung der Künste und des Rechts, wie sie im Käthe-Hamburger-Kolleg Recht als Kultur auf der anderen Seite des Rheins gepflegt wird und nunmehr durch die schöne Zusammenarbeit mit dem Bonner Kunstmuseum in dieses Haus gelangt ist, eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu verdienen. Aber vielleicht geht es noch mehr, nämlich um untergründige Wahlverwandtschaften zwischen juridischer Ästhetik und dem zumindest schönen Schein der ästhetischen Welt. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir endlich im Werk von Marcel Odenbach angekommen. Denn seine Bilder entzaubern eine glatte Oberfläche. Sobald wir uns der unheimlichen Familienfeier auf dem Obersalzberg nähern oder den Moment erfahren, in dem die Richterroben abgelegt und aufgehangen sind. Eine Momentaufnahme also, die wir uns auch als Standbild aus einer Videoinstallation denken könnten, womit wir im ästhetischen Zentrum des Werkes von Marcel Odenbach angekommen wären. Lassen Sie mich nur wenige Bruchstücke zu einer Bilddeutung beitragen, die selbstverständlich im Streit sein wird, wie sich das gehört, die vielleicht ähnlich collagenartig angelegt sein darf, wie das Bild und die Produktionsweise der Bilder selbst. Als Soziologe und Jurist stehe ich von vornherein unter einem doppelten Verdacht. Entweder das Kunstwerk soziologistisch auf Bedingungen der Produktion und Distribution im, Sie sehen, ich habe schon Schwierigkeiten, das Wort auszusprechen, im Betriebssystem Kunst, was für ein schreckliches Wort, zu reduzieren oder aber als Jurist mich auf Fragen der Eigentumsrechte und so weiter zu beschränken. Beide Erwartungen sind falsch, denn als Soziologe interessiert mich, wie ich vor Jahren in einem Buch über Bilder der Moderne Studien zu einer Soziologie der Kunst- und Kulturinhalte darlegen konnte, eine viel schwieriger zu beantwortende Frage als die Herstellungsbedingungen, die Klassenherkünfte der Künstler und ihrer Rezipienten und der Eigengesetzlichkeiten des Kunstmarktes. Eine ganz andere Frage. Hierbei geht es darum, von innen her zu ergründen, wie Gesellschaft im Kunstwerk selbst erscheint, nicht als Spiegeleffekt oder Maskierung, sondern als ein Ensemble aus Beziehungsformen, Wechselwirkungen, institutionellen Verkörperungen und normativen Zumutungen, die sich im Deutungshorizont einer konkreten Deutungsmachtgemeinschaft erst entschlüsseln lässt. Und als Jurist bzw. kulturwissenschaftlichen Beobachter einer symbolischen Quelle von rechtscharismatischer Normativität, die sich in der Robe verdichtet, treibt viele Wissenschaftler die Frage nach dem Stellenwert dieser symbolisch-rituellen Mystifikation der Rechtsmacht um. Die semiotische Verbindung zum Titel »Abgelegt und aufgehangen« indiziert eine Momentaufnahme aus dem Alltag eines Richters. Oder der Richter. Mit der Robe schlüpft er zugleich in seine priesterartige Rolle. Ein Blick in die Sakristei, den Backstage des Katholizismus, fördert ein ähnliches Bildmaterial interessanterweise hervor. Ich weiß ja nicht, ob die Idee daher stammt. Wird er uns ja vielleicht noch erzählen. So, ein ehemaliger Messdiener. Und wenn er sie ablegt, tritt er in einen Alltag wieder ein, wird Familienvater, Ehebrecher, Verkehrsraudi, Steuersünder, wie wir alle, wenn wir Emil Durkheims These der Normalität des Verbrechens Glauben schenken. Also ich habe die Konditio schon eingebaut.
Vielleicht ist aber auch der Eintritt in die weniger rituell gefärbten Amtsgeschäfte gemeint einer Figur, die ganz offensichtlich doch erheblich interkulturell variiert, vom Richterkönig, wie ihn die Freirechtsschule am englischen Richter so bewundert hat, dem Dorfrichter Adam, wie ihn Heinrich von Kleist gezeichnet hat, den Richtern am International Criminal Court, den Richtern, die den Nürnberger Prozess geführt haben, oder uns in Indien aus dem großen Spielfilm Awad vertraut sind, oder den Ulama, die in islamischen Gerichten agieren, oder die Dorfältesten, die in unseren Phantasmagorien über Dorfälteste in der afrikanischen Jurisprudenz überliefert sind. Abgelegt ist freilich im Amtskontext ein mehrdeutiges Wort. So werden rechtsrelevante Schriftstücke in den Akten abgelegt und hierdurch Bestandteil eines Verfahrens. Und wenn ich aufgehängt lese, komme ich nicht umhin, an all die schrecklichen Juristen zu denken, wie die Richter am Volksgerichtshof, die nicht nur ihre Roben, sondern ihre Opfer auf grausamste Weise aufgehängt haben. Die Theke glänzt wie aus Marmor, eben wie eine Schlachtbank, wie wir sie vom Fleischer kennen, dessen Haken in den fürchterlichen Strafaktionen Verwendung fanden. Dass es rote Spuren, offensichtlich solche, die aus dem Purpur der Roben sich in die Blutrinnsale der zu bestrafenden Täter verwandelt haben, deren Blut in Kafkas Bestrafungsmaschine in Blutrinnen aufgefangen wird. Was geschieht, wenn wir nach innen schauen, in die mehrfach verwendeten, eingefärbten Kopierschnipsel, die das physische Material der Papiernen in Tarsienarbeit abgeben? Stefan Berg hat hierfür bereits wunderbare Deutungen in seiner Katalogeinleitung und auch heute noch einmal angeboten. Jedenfalls wird er sie anbieten, wenn ich vermute, dass er diesen Pfad noch einmal aufgreift. So sprechen Sie davon, lieber Herr Berg, dass das Bildelement bis, ich zitiere, in seine tiefsten Tiefen hinein von inhaltlicher, wenn auch nicht immer entschlüsselbarer Information gesättigt bleibt. Zitat Ende. Was sagt uns der immer wiederkehrende junge Sean Connery als James Bond? Oder die Inszenierung von heiligen Legenden im justiziellen Zusammenhang? Meine Damen und Herren, hierzu und zu vielem anderen sind wir neugierig auf den Künstler Marcel Odenbach als ein intellektuell ironischer Bildgestalter, der den tiefen Ernst seiner Bildanliegen nicht verleugnen kann, wenn er den Rechtszauber desakralisiert, ohne ihn zu denunzieren. Ich bin ungemein gespannt, ich glaube die übrigen hier auch im Raum, mehr über die Schnittstelle von Amt und Person zu erfahren, was Weber als Kulturleistung des kanonischen Rechts beschrieben hat und Marcel Odenbach mit dem Skalpell seziert, einem Schnitt durch Fassaden, wie es Christoph Schreier genannt hat. Also jetzt endlich wollen wir erleben, meine Damen und Herren, wie der Künstler den Hasen, den Bunnies und den Hasenfüßen hier im Saal die Bilder erklärt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Also definitiv die Maschine hat mich sehr stark beeinflusst, aber was mich, glaube ich, am meisten überhaupt beeinflusst hat, mich mit dem Thema bildnerisch, also als Künstler, Rechtsprechung auseinanderzusetzen, war definitiv, das hat sehr viel mit meiner Generation zu tun. Das heißt, ich bin ja, komme aus einer Generation, ich bin 53 geboren, wo das Schweigen der deutschen Vergangenheit lange nicht gebrochen wurde, sondern die erst, obwohl ich sozusagen teilweise aus einer Opferfamilie stamme, wurde ich das erste Mal damit konfrontiert in einem Film, der im Gymnasium gezeigt wurde, die Nürnberger Prozesse. Und dieser Film hat einen wirklich bis heute
unvergesslichen Eindruck in mir hinterlassen. Und da hat sich auch nicht nur mein Interesse, was bedeutet Recht, wer spricht Recht, wer ist Opfer und Täter, also die Problematik des Opfers und Täters spielt immer eine sehr große Rolle in meinen Arbeiten, sondern auch der Ort, wie gestalte ich einen Ort, in dem Recht gesprochen wird. Und in dieser Ausstellung gibt es auch noch eine andere Arbeit, das ist interessant, dass die gar nicht bisher erwähnt wurde. Und zwar habe ich mehrere Male mich mit Orten, wo über Recht gesprochen wurde, über Nazi-Verbrecher, und zwar einmal im Eichmann-Prozess. Da spielt natürlich wieder das Buch Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, eine sehr große Rolle in meiner Sozialisierung als Künstler. Und der andere Ort, der mir einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat, und diese Arbeit finden Sie oben auch, ist der sogenannte Gallussaal in Frankfurt, wo die Auschwitz-Prozesse stattgefunden haben. Also damit will ich nur ausdrücken, dass diese Arbeit aus diesem Jahr nicht sozusagen ein Solitär ist, wo plötzlich Marcel Odenbach nach der Hitler-Terrasse plötzlich nach Karlsruhe geht, sondern Orte spielen bei mir immer eine große Rolle. Und was bedeutet also die Symbolik des Ortes? Da kann man natürlich dann wiederum vielleicht auch auf mein Studium schließen, der Architektur, in dem ja Architektur sehr stark Orte beschreibt und baut. Also Rechtsprechung und der Ort der Rechtsprechung als Symbol ist ein großes Thema in meiner Arbeit. Ich habe dann weiterhin auch in Videoarbeiten sehr oft Ausschnitte aus dem Nürnberger Prozess und auch aus dem Auschwitz-Prozess verwendet und habe mich dann nochmal in einem ganz anderen kulturellen Zusammenhang mit Rechtsprechung auseinandergesetzt. Ich habe damals 1995 eine Arbeit gemacht für das 50-jährige Bestehen der United Nations und habe damals gesagt, ich stamme aus einer Flüchtlingsfamilie im doppelten Sinne und möchte mich gerne mit der Symbolik des, was bedeutet Flucht und was bedeutet Heimat, auseinandersetzen und bin da 1995 quasi mit den Materialien, das war 94, 95, die frisch in New York ankamen, über den Genozid in Ruanda konfrontiert worden und habe damals mir gesagt, ich muss oder möchte gerne nach Ruanda, ich möchte gerne verstehen oder versuchen zu verstehen, wie sowas nochmal stattfinden kann. Und habe dann eine Arbeit, die ist 2002 fertig geworden, die heißt In stillen Teichen lauern Krokodile, ist interessanterweise von Columba, also einem kirchlichen Museum, angekauft worden, weil die katholische Kirche hat auch bei dem Genozid eine sehr dramatisch und schreckliche Rolle gespielt. Da habe ich mich sehr stark mit den Gacaca-Prozessen, das sind diese Bürgerprozesse, die in Ruanda wieder aufgegriffen worden, auseinandergesetzt. Du hast ja, wenn man da mal einhaken darf, nochmal bei Abgelegt und Aufgehangen und auch bei der Arbeit über den Gallussaal und in Frankfurt und über den Prozess, signifikanterweise die Richter, die Figuren ja ausgespart. Ja. Du hast gerade selber gesagt, es geht sehr stark über die Orte. Ja. Oder jetzt zum Beispiel bei den Richterroben über die Zeichen, die Insignien einer bestimmten Macht. Kannst du ein bisschen was ergänzend dazu sagen, warum diese Personalisierung ja, auf bestimmte Figuren dich eigentlich in deiner Auseinandersetzung jetzt ganz konkret mit dem Recht und mit dem Rechtssystem eben nicht interessiert? Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich selbst kein Recht oder sprechen möchte. Ich habe eine Idee, das sehen Sie oben. Also es gibt sehr wenige Personen, die ich darstelle. Es gibt zwei Personen, das ist an mir eine unbekannte Person aus dem Internet, wo alle immer glauben, das wäre mein Bruder oder ich selbst oder mein Vater. Aber nein, das ist eine Person, die ich gar nicht kenne. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie heißt. Das war mir ganz wichtig. Und dann gibt es Kabila, den Präsidenten aus dem Kongo. Und die Arbeit heißt Sitzfleisch. Das hat mich interessiert, weil ich damit sozusagen dann nochmal alles, was Macht in Afrika mitspielt, nochmal thematisieren konnte. Was mich an den tropfenden oder auslaufenden Hüllen
der Richter interessiert hat, sind natürlich zweierlei Dinge. Das ist einmal, wie Sie schon angedeutet haben, die Verwandtschaft zum Messdiener, dann immer noch die doch sehr mir merkwürdig erscheinende Kostümierung, das sage ich jetzt mal als Kölner, der Karneval von Anfang an kennt. In Südafrika fand ich das immer besonders absurd nach der Unabhängigkeit, dass doch die Richter noch immer die weißen englischen Perücken tragen. Ne? Das ist die eine Sache. Und zur selben Zeit, wie die Arbeit entstand, also dann muss ich sagen, ich war 7 Jahre lang Professor an der HFG in Karlsruhe und das ist genau gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. Also ich habe da immer drauf gucken können. Aber oft sind ja Dinge, ich sage, ich gehe mit denen schwanger, also oft braucht man eine gewisse Zeit, um sozusagen Dinge, die man erfahren hat oder gesehen hat, dann wiederum bildnerisch zu verarbeiten. Und das andere war, ich habe im vorletzten Jahr eine Arbeit gemacht, das sagt Ihnen vielleicht nicht allen was, es gab in Österreich in den 60er und 70er Jahren eine Kunstrichtung, die hieß Wiener Aktionismus, und dort spielte Hermann Nitsch und Otto Mühl eine sehr große Rolle. Und das sind Künstler gewesen, die sehr stark mit der Idee des, ja, wie soll ich das nennen? Also das ist in dem des Happenings, das ist natürlich schwierig, das zu erklären, was das ist, aber sehr stark mit der Handlung und der Abarbeitung und Konfrontation. Es hat sehr viel mit Psychotherapie zu tun und die haben sehr viel mit Blut und toten Tieren gearbeitet. Und Nietzsche ist dafür bekannt geworden, dass er sozusagen Blut von toten Tieren auf die Leinwand geschüttet hat anstelle von Farbe und hat vertreten die Theorie, dass durch diese Aktionen und Theaterspiele, die er auf seinem Hof gemacht hat, man sozusagen Aggressionen los wird und abarbeitet. Also seine Theorie ist gewesen, ich hantiere mit Blut und dadurch bin ich nicht mehr gewalttätig. Das ist natürlich auch eine, wie man in Köln sagen würde, eine Schnapsidee. Aber das hat mich sehr stark fasziniert und die Österreicher haben mich halt eingeladen, eine Arbeit zu machen mit dem ganzen Film- und Videoarchiv, was diese Kommunen, diese Leute haben in Kommunen gelebt, in den 60er und 70er Jahren gedreht haben. Und damit habe ich also sozusagen ein halbes Jahr da gesessen und habe mir diese ganzen Therapien und Blutorgien angesehen. Und ich glaube, dass dann sozusagen das auch quasi mich inspiriert hat, die Hüllen der Richter quasi auslaufen zu lassen oder bluten zu lassen. Aber ich meine, das ist ja auch ich habe in der Beobachtung deines Werks eigentlich immer das wiedergefunden, was du jetzt in deinem Beitrag auch gesagt hast. Du möchtest eigentlich nicht Recht sprechen, ja? Du möchtest nicht eine klare Haltung vorgeben. Jetzt diese Richterrobenarbeit, ich nenne sie mal vereinfacht so, abgelegt und aufgehangen, hat ja mit diesem Bluten, dieser blutroten Roben, bekommt sie ja einen Kontext, bei dem es fast unmöglich ist, nicht eine Kontinuität, sagen wir mal, einer fürchterlichen NS-Gerichtsbarkeit und dem Übertrag in die bundesrepublikanisch so ganz andere Gerichtsbarkeit eines Bundesverfassungsgerichtes zu sehen. Du hast ja vorhin auch gesagt, du hast als Professor an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe immer auf das Bundesverfassungsgericht geguckt, auf eine Architektur, die ja beispielhaft für eine transparente demokratische Öffnung der Gerichtsbarkeit, ja, für ein anderes Verständnis, ein anderes Selbstverständnis der Gerichte in der Bundesrepublik steht und stand. Sepp Ruf, ja, den wir ja hier auch über den Kanzlerbungalow natürlich kennen. Jetzt würde mich interessieren, wie schaffst du es, da rhetorisch rauszukommen, dass diese Arbeit doch letztlich die schlechte Fortsetzung, also der eines Bundesverfassungsgerichtes, ja, also die schlechte Kontinuität der Gerichtsbarkeit aus der NS-Zeit bildlich im Grunde nahelegt.
Ja, wir müssen ja ein bisschen. Ja, nee, das ist so klar. Naja, also ich meine, das hat natürlich was damit zu tun, das ist klar. Ich würde das jetzt gar nicht so sehr auf die demokratische Struktur der Bundesrepublik Deutschland im Moment legen. Also wenn man diesem Gebäude gegenüber sitzt, sieht es eher aus wie ein Gefängnis, als wie ein wirklich offenes, einladendes Gebäude. Das wissen wir, woran das liegt, und das hat natürlich auch vielerlei Gründe, das ist mir ganz klar. Das ist Selbstschutz und so weiter und so fort. Aber was mich natürlich sehr stark geprägt hat in den 50er, 60er Jahren, war natürlich die Diskussion, wer sind eigentlich diese Richter, die wir jetzt hier in Deutschland wieder haben, die ja sich, wie sich nachher herausgestellt hat, sehr viele davon sozusagen ehemalige Parteimitglieder waren und Nazi-Richter waren. Ich brauche da keine Namen zu nennen, das wissen wir, um was es da geht. Also das ist so ein bisschen auch, also für mich sind hier auch die Arbeiten, ich will nicht sagen, dass sie nicht doch eine gewisse Tendenz haben, aber wo es mir geht drum, die Arbeiten sollen ja nicht nur schön sein, weil Rot eine schöne Farbe ist, sondern die Arbeiten sollen natürlich auch eine gewisse Provokation haben. Und diese Robe der Richter des Bundesverfassungsgerichts ist für mich ja auch symbolhaft für sozusagen eine autoritäre oder offizielle Figur, die quasi ein Kostüm trägt. Und da muss ich sagen, da ist wieder sozusagen, schließt sich der Bogen zu dem, was Sie gezeigt haben. Da ist natürlich die Verwandtschaft zum katholischen Priester oder zum Papst oder auch die Wahl der Farbe Rot, hat ja eine unglaublich starke Bedeutung. Ja. Und ich kann sie quasi, das hat natürlich auch wieder mit dem Torero zu tun und mit dem Stier und so. Also da ist natürlich sehr viel auch stark was mit männlicher Symbolik drin. Also da ist, ich meine, ich kann hier jetzt nicht alles, ich bin ja bildender Künstler. Das ist ja... Das finde ich jetzt wirklich schade, dass Susanne Bär nicht hat kommen können. Sie ist Verfassungsrichterin in Karlsruhe und wir haben in Kontakt gestanden, um sie auch in diese Runde mit einbeziehen zu können. Ihr Senat tagt heute und insofern war das nicht so gut möglich. Ich würde aber gerne noch eine Anmerkung machen wollen zu dem Blut. Da muss man wissen, dass das ja aus der Museumssicht ungeheure konservatorische Probleme aufwirft, wenn man tatsächlich Blut verwendet, denn das wird braun. Das ist richtig, genau. Und deswegen kann man hier schon sicher sein, dass dieses eben nicht verwendet worden ist, und das finde ich doch schon außerordentlich wichtig. Sozusagen dieser Realismus, der möglich gewesen wäre, ist unterlaufen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite: wenn wir es aus einem historischen Kontext in Deutschland herausziehen, dann haben Sie ja genau eine allgemeinere symbolische Bedeutung angesprochen, die etwas mit Autorität zu tun hat. Aber wenn wir danach fragen, was macht die Force de Droit eigentlich aus? Wie kommt es, dass wir dem Rechtsgeltungsanspruch folgen, obwohl wir nicht permanent mit Maschinengewehren bedroht werden? Das ist eine ganz grundlegende Frage. Dieser Geltungsanspruch hat eine Wirkung. Um ihn zu beantworten, glaube ich, können wir nicht übersehen, dass man sich im Kostümfundus der Geschichte einfach mit bedient hat. In diesem Fall war das im Münchner Theater, um die Karlsruher Richter auszustatten. Und es ist die Frage, ob wir überhaupt eine andere Möglichkeit haben, als eine solche doch mit Autorität und autoritativer Macht ausgestattete Instanz nicht irgendwie auch in Szene setzen müssen. Ich würde dieses Bild auch zum Beispiel durchaus deuten wollen, weil sie ja eine Verknüpfung zwischen Alltag herstellen. Man sieht, die Roben sind da gerade eben abgelegt worden. Ja, das ist ja eine Alltagssituation. Wo geht der Richter, die Richterin dann eigentlich hin? Was machen die jetzt? Was ist aus denen denn geworden, den Figuren? Das ist ja eine Demystifikation des Rechts im Sinne der Veralltäglichung eines Rechtscharismas. Aber andererseits wissen wir doch auch, dass wir uns ohne eine Heraushebung auch eine symbolische Inszenierung nicht vorstellen können, dass man diesen Figuren überhaupt Glauben schenkt. Also wir sind in einer, ich würde sagen, in einer symbolischen Falle, aus der wir nicht so leicht herauskommen.
Denn wir kennen doch die Formulierungen unter den Talaren und so weiter und so weiter. Und eine Ritualkritik, eine Kritik der Formen, die historisch immer nur dazu geführt hat, dass wir zu ähnlichen Formen zurückgekehrt sind. Und ich würde gerne ein Rechts- und ein Justizsystem kennenlernen, das darauf verzichtet, vollständig die Richterschaft auch von den übrigen Verfahrensbeteiligten in irgendeiner Weise abzugrenzen. Man hat das in den 80er Jahren, Luxemburger Straße, ja, die Gerichtsgebäude, die es dort gibt, nicht, da hat man den Eindruck, das sind eher Verwaltungsgebäude und nicht Gerichtsgebäude, da sitzt man um runde Tische herum. Mhm. Es ist ein Modell, das sich nicht durchgesetzt hat, das sollen wir nicht vergessen einfach. Mhm. Und so etwas lese ich jetzt zum Beispiel auch in diesem Bild. Und ich stelle es mir in einem ganz anderen Kontext vor. Wie werden Kolleginnen und Kollegen Juristen aus Indien ein solches Bild lesen? Die wissen vielleicht nicht ganz so viel von Karlsruhe und von dem Münchner Kostümfundus, aber sie sehen, das hat offensichtlich schon etwas damit zu tun. Und dann gibt es mit dem Recht sprechen. Und dann gibt es diese Haken, diese Bügel einfach. Und dann steht da mal, das sind also individuelle, was steht denn da eigentlich genau? Wo? Auf den Bügeln. Das ist ganz einfach die Firma, die ach so, die aber was natürlich drin ist, es sind natürlich Texte geklebt und das ist auf der einen Seite natürlich selbstverständlich Kafka und ist auf der anderen Seite ist es United Nations, also es sind sozusagen verschiedenartige Texte, die sich mit Rechtsprechung auseinandersetzen, sei es literarisch oder sei es staatlich oder was auch immer. Was mich aber auch an der Arbeit interessiert, ist natürlich immer die Frage, was ist unterm Tisch? Ja. Also deshalb hat der Tisch ja eben, wie Sie mit Recht gesagt haben, vielleicht hat die Arbeit sehr viel mehr auch mit Kirche zu tun, wie mit dem Bundesverfassungsgericht. Also diese Idee, dass eigentlich wirklich, der Tisch ist ja quasi ein bisschen wie der Altar, auf dem sozusagen die Verwandlung, die Wandlung stattfindet, der Hostie, ne, der Leib Christi in die Hostie, das mit Blut. Und dann gibt es natürlich klar auch die Idee, was ist eigentlich unter dem Tisch und was findet unter dem Tisch statt. Und da ist nämlich nichts, da gibt es auch keine Beine. Ja, und da legt man sehr viel Wert drauf in der Inszenierung von Podiumsveranstaltungen, dass es dort immer Vorhänge gibt, damit man nicht sieht, wie die Referenten mit ihren Füßen wippen. Aber hier haben wir das ja gar nicht nötig. Nein, wir das wippen ja nicht. Wir haben eine transparente Diskussion. Na, absolut, ja. Es bleibt nichts unterm Tisch. Man kennt das ja aus der Schule noch, was man alles unterm Tisch machen kann. Aber wenn man nochmal das aufgreift, was Sie gesagt haben, Herr Gebhardt, also diese Frage, inwieweit sozusagen jedes System auch eine ästhetisch-symbolische Überformung braucht, um einerseits sichtbar zu werden und wir könnten ja auch weitergehen und sagen, um überhaupt wirksam zu werden. Wir könnten ja diese Frage stellen, inwieweit überhaupt diese ästhetischen Überformungen sozusagen in der Form inhaltlich sind, als sie dann erst wirkmächtig wären. Dann könnte man ja diese Arbeit auch dahingehend verstehen, dass eben auch tatsächlich nur diese ästhetischen Symbole im Moment geblieben sind, dass nur sie das stabilisieren, was im Kern aber so nicht mehr da wäre oder nicht behauptbar wäre. Ja, und auch austauschbar ist ja. In dem Sinne. Ne? Also, das ist, also was bleibt, ist eigentlich nur noch das Symbol. Ne? Wo, genau, wir also öffnen. Was ja da wichtig ist, ist ja jetzt nicht nur, das, also ich meine, das werden Sie ja dann oben auch sehen, derjenige, der nach raufgehen wird, ist, was ja, wir sprechen ja im Moment sozusagen von dem wirklich Sichtbaren, was man am Anfang sieht, da sind die Haken, da ist der Tisch, da sind diese Roben, aber was wir gar nicht, also ein bisschen angedeutet haben, da gibt es ja eine zweite Realität, eine zweite Ebene und das ist das Eingeklebte. Und da sind natürlich sehr viele Dinge, die quasi sozusagen den Bogen zu gewissen Themen spannen. Und da gibt es zum Beispiel auch in dieser Arbeit, ich hoffe, dass ich das richtig sehe. Wir haben hier zum Beispiel, wenn du dich umdrehst, das von dir Erwähnte. Da habe ich mein eigenes Werk eingeklebt. Dein eigenes Werk, also... Genau, das ist... Also sozusagen der Gallussaal, den ich auch beeinflusst habe, weil die Richter, die da sitzen, habe ich außer einer Person also quasi alle weggelassen.
Und was ich aber sagen will, jemand, der mich künstlerisch extrem stark beeinflusst hat und der sich natürlich auch sehr stark mit Recht und Staat und Kirche auseinandergesetzt hat, ist Goya. Und besonders in den Arbeiten Capriccios und Disasters, wo quasi sozusagen eher sehr direkt für die Zeit quasi die Rechtsprechung der Kirche, also Hexenverbrennung, Verurteilung, kritisiert. Wir wollen das Gespräch, wie schon angeregt, an der Stelle auch ins Publikum öffnen, falls Sie Fragen haben. Ich würde zum Beispiel gerne von dem José García, der arbeitet nämlich über Goya und das Recht. Fühlst du dich provoziert? Entschuldigung, ich hätte gar nicht so direkt sein. Ich mach das mal einfach. Das ist ganz anders. Das ist es ganz anders als bei Goethe. Bei Goethe gibt es viele Bilder, die mit Recht zu tun haben. Aber das ist ganz anders wie hier. Diese Mischung zwischen Realität und Symbolismus ist hier so schön. Viel Arbeit. Das kommt immer. Nein, das kommt immer. Kunst kommt von Arbeit. Ja, nein, eben nicht. Wortmeldung. Eine Studentin in meiner Vorlesung, die das Bild gesehen hat, Entschuldigung, hatte gemeint, bei diesem Bild würde man doch sehen, so wie die da aufgehängt wären, dass da eigentlich jeder reinschlüpft. Das wäre doch die eigentliche Pointe dieses Bildes. Wie ein Kostüm, in das nicht nur die Ausgebildeten... Also wie ein Kostümverleih. Wie ein Kostümverleih, genau. Das war ein bisschen... Aber ich weiß nicht, ob sie heute dabei ist auch. Dann könnte sie das noch ausführen, zum Beispiel. Ja, nein. Herr Hönighausen. Kurz auf die verwandelnde Wirkung, die Roben haben, eingehen. Ja. Als ich... Student war, da gab es keine Roben. Und als ich wieder aus England zurückkam, hatte ich doch Roben getragen, einen Gaumen. Und ich muss sagen, dass es mir sehr peinlich gewesen wäre, wenn meine Mitstudenten aus Bonn oder München und so weiter mich in einem Gaumen gesehen hätten. Aber nach einigen Tagen war ein Gaumen für mich selbstverständlich und ich wusste auch, wann man es tragen muss und wann man es nicht braucht und so weiter. Ich wollte nur sagen, dass die Kostüme eine verwandelnde Wirkung haben. Und zum Beispiel, wenn wir eine feierliche Promotion haben, dann lege ich wie alle Kollegen auch ein entsprechendes Gewand an. Und dann passiert was Merkwürdiges. Die Leute, die bei mir promoviert haben, die treffe ich dann und wir sind uns sehr fremd. Und ich bin immer froh, wenn ich die Robe abgelegt habe und danach gibt es einen Umtrunk. Mir wäre das unleidlich, also den Umtrunk anzunehmen, während ich noch diese Robe habe. Das Interessante ist nur, dass die Studenten das offensichtlich gerne haben. Das heißt also, ich merke auch, dass also Squares und Gowns und so weiter für die Studenten heute ein Spielzeug ist in Deutschland, aber in Amerika und natürlich ernst genommen werden oder in England. Und insgesamt würde ich sagen, verwandelt uns ein solches Talar, ein solches Kostüm, ein solches Gewand. Und das ist natürlich für gewisse Berufe sehr wichtig. Ich glaube, dass ein Richter, der ein Gewand anlegt, schon in diesem Moment sich verändert und seine Einstellung verändert. Und vielleicht ist die Absicht dabei, dass er distanziert, objektiver und so weiter reagiert. Es hat also in jedem Fall eine sehr irritierende Wirkung. Zum Beispiel, ich habe Freunde, die Ärzte sind und ich kenne die aus der Klinik und so weiter. Und wenn ich die privat sehe, Sie kennen das auch, wenn man die privat sieht, sehen die irgendwie merkwürdig aus. Weil die den weißen Kittel nicht mehr. Ja, genau das. Das heißt also, hatten früher Künstler ja auch, ja. Ne? Malerkittel. Ja. Also, ich
wollte nur sagen, es hat eine ungeheuer verwandelnde Wirkung, wie sich eben ein Staat, wenn er das Recht etablieren will oder schützen will oder davor Respekt ausüben will, zu nutzen macht. Ja. Das ist eine wahnsinnige Symbolik. Und ich meine, in jeder Kirche, ich meine, ich habe mir eben überlegt, was wäre jetzt sozusagen, man ging in die Kirche oder beim Ritual in Afrika, ist es immer so, dass derjenige, der das macht, also der Chief oder Priester oder was immer, oder Medizinmann, immer eine andere Kleidung hat, wie sozusagen die Zuhörer oder diejenigen, die... Ja, und Ihr letztes Beispiel zeigt, wie wichtig das ist. Das ist nicht eine Verkleidung, sondern es ist Teil des Inhalts, der in einem Ritual gefeiert wird. Wenn Sie das afrikanische Beispiel nehmen, das haben Sie auch oben gesagt. Ja, deshalb ist ja auch sozusagen alles das, was, also die Schnipsel sind ja das sozusagen, der Inhalt. Und der Bitte schön. Joachim Salzberg. Herr Odenbach, ich bewundere Ihre Arbeiten. Und ich finde es auch gut, wie Sie die unterschiedlichsten Arten von Gerichten innerhalb Ihrer Kunstwerke abbilden. Dieselbe Symbolik, denn hinter der Symbolik steht ja immer Gewalt, die Androhung von Gewalt. Ob das ein Gericht heute in der Bundesrepublik Deutschland ist oder ob das ein Gericht mit dem Nazisystem ist, steht immer die Gewalt des Staates als Drohpotenzial hinter dem Richter in seinem Spruch oder ihrem Spruch. Gleichzeitig möchte ich Sie doch fragen, ob es nicht manchmal Momente gibt des Unwohlseins, wenn Sie diese verschiedenen Arten von Gerichten in einem Kunstwerk integrieren. Wir haben heute in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, dass es heute Gerichte gibt, die auf schwerste Menschenrechtsverbrechen reagieren, hinter denen die Hoffnung steht, dass die sozusagen die schlimmsten Auswüchse, die wir im 20. Jahrhundert und auch jetzt zu Beginn des 21. erlebt haben, dem vielleicht einen Riegel vorschieben oder das Risiko der Wiederholung zumindest vermindern über eine Reihe von Mechanismen, zu denen auch symbolische Mechanismen gehören, wie die Künstler interessieren. Nicht? Also die Frage ist, ob es bei Ihnen manchmal Momente des Unwohlseins gibt, in denen Sie die Symbole und Bilder all dieser verschiedenen Gerichte in ihre Kunstwerke sozusagen gleichberechtigt integrieren. Ich habe eben gesehen, in diesem Bild oben auf dem... Ich kann noch mal in die Leiste gehen. Auf der Leiste, nicht, da sind, ich habe das Eichmann-Trial gesehen, ich habe das Nürnberger Gerichtsverfahren gesehen. Ich glaube, dass Sie haben eben selbst das Frankfurter Auschwitz... richtig, genau, Galles halten. Das sind ja Verfahren, wo sozusagen das Blut nicht aus den Roben dieser Richter geht, obwohl es das auch tut. Denn in Nürnberg sind Menschen zum Tode verurteilt worden. Richtig. Auch in Jerusalem ist Eichmann zum Tode verurteilt worden. Da rinnt auch Blut aus den Gewändern heraus. Aber dennoch ist doch ein gewaltiger qualitativer Unterschied zu den anderen Gerichten, die wir uns vorstellen können und die auch innerhalb ihrer Kunst auftauchen. Also die Frage, gibt es Momente des Unwohlseins? Ja, ständig, Gott sei Dank. Also immer, ich glaube, bei jeder Arbeit, die ich mache, auch diejenigen, die sich nicht mit Gericht oder Rechtsprechung auseinandersetzen, gibt es immer auch den Moment des Unwohlseins, weil sie natürlich immer, auch wenn sie eine Person, sage ich jetzt mal, kleben oder so, gibt es immer sozusagen die zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, aber das ist ja genau das auch, was eben zur Sprache kam, sonst würde ich ja quasi sozusagen eine einseitige Äußerung machen und sagen, so ist es, so sehe ich es und das ist richtig oder falsch. Das gibt es ja bei mir nie. Also die Person, die ich quasi, es gibt ja nie die Person, die ich quasi anklage oder das Gewisse, sondern es ist ja nie so der Zeigefinger, sondern es ist ja eigentlich immer sozusagen eine Thematisierung von etwas, ohne wirklich ein Urteil zu sprechen. Und das, ohne das Unwohlsein, wäre ich wahrscheinlich didaktisch. Ich sehe im Augen, doch, ja, bitte. Also als ich dieses Bild zum
ersten Mal auf der Einladungskarte gesehen habe, war vollkommen unreflektiert. Meine erste Assoziation, die Roben bluten aus, weil keine Personen drin sind. Aha. Kann auch die sein. Die haben keine Substanz sozusagen, wenn es nicht Träger gibt, die das Amt ausfüllen. Aber ich habe eine sehr dumme und bescheidene Frage, die sich überhaupt nicht mit Inhalten befasst, aber die Sie vielleicht als bildende Künstler mit Wohlwollen aufnehmen. Das Bild ist ziemlich symmetrisch komponiert. Mhm. Es gibt eine Linie, die da über die Schulter der zweiten Robe läuft, die ich nicht richtig, ich kann das nicht richtig sehen. Ich weiß nicht genau, warum. Über die Schulter warum hier. Die ist? Ja. Meinen Sie hier? Ja, da drüber. Genau. Es sind die hier? Vier Roben, ja. Aber es sind drei Hüte. Ja, es sind drei Hüte. Es ist, mich würde interessieren, wie Sie das komponiert haben. Nein, also man muss ja sagen, dass ich das nicht in dem Sinne komponiere, sondern ich nehme als Vorbild immer ein Foto. Und entweder ich mache das Foto selbst oder jemand anders hat es gemacht und ich frage um Erlaubnis, ob ich das Foto benutzen darf. Und dieses Foto ist mir so, ich wollte was zu dem Thema machen, ist mir sozusagen so quasi zur Verfügung gestellt worden. Und an dieser Arrangement von drei und vier Roben habe ich keinen Einfluss gehabt. Mir hat das, sage ich mal, sehr gut gefallen, weil ich halt so ein bisschen auch so ein Triptychon Fanatiker bin. Und jetzt kommt die Kirche wieder zurück, genau. Und dieser Strich, der da durchläuft zwischen diesen beiden, sie sind ja, also die eine, der eine, dieser da, das ist sozusagen die Anstoßkante der Vertäfelung, der Holzvertäfelung im Hintergrund. In Karlsruhe. Und ich kenne das deshalb, weil ich in der Jury saß, das ist umgebaut worden oder renoviert worden und da gab es einen Kunst am Bau Wettbewerb und da war ich in der vorbereitenden Jury und habe mich dann auch sehr stark, du hast dann die Entscheidung getroffen, glaube ich, sehr richtig, da habe ich mich natürlich mit dem Ort ganz stark und auch mit den Bundesverfassungsrichtern auseinandergesetzt, die teilweise auch Teil der Jury waren. Mhm. Also ich habe das gesehen, so. Ne? Mhm. Erst hier und dann unten. Ja. Ich glaube, dass Hollenbach in dieses Gemälde oder Bild hat den Altar von der Kirche an der Gesetzgebung, die höchste Gesetzgebung unserer Bundesrepublik. Und ich glaube, als höchste Instanz, dass Gesetzgebung und alle Komplexe hat das gut inszeniert, wie wir alle in dieses Leben, unser Leben inszenieren. Und Robe ist für alle bestimmte Hüter der Staaten, ob Militär oder Polizei oder Richter, die spielen in bestimmter Aspekt eine große Rolle, dass wir Acht nehmen und deren Mache oder Urteil ist von dem Staat als Hüter der Bevölkerung das A und O. Und hier ist Anklage, meiner Meinung nach, mehr als Bestätigung für deren Machtapparat. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe in der Vorlesung von Herrn Gebhardt, ist mir direkt eine These in den Kopf gekommen, die mich eigentlich meine ganze Kindheit begleitet hat, weil meine Mutter immer wieder das Bedürfnis hatte, die mit mir zu diskutieren. Und zwar war das, Recht ist nicht Gerechtigkeit, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Dass Recht eigentlich zu Gerechtigkeit führen soll, aber dass die Wirklichkeit und wie es sein soll, komplett auseinanderdriften. Und als ich das Bild halt, wie gesagt, das erste Mal gesehen habe, habe ich direkt daran gedacht und habe mir das mit diesem Blut, das da runterläuft, dass sozusagen die Richter den ganzen Tag die Gerechtigkeit versucht, also Recht ausgeübt haben und die Gerechtigkeit dabei verfehlt haben und als sozusagen Feierabend hatten und ihre Roben
abgelegt haben, da läuft das Blut runter, was sie so über den Tag übergesammelt haben. Ja, ja, nee, das ist gar nicht so blöd. Nein, vielen, nee, stimmt. Das ist also, was Ihre Mutter genau darum geht, das wurde ja eben auch ganz am Anfang ein bisschen erwähnt, dass, ne, dass Gerechtigkeit hat noch lange nichts mit Recht zu tun. Ja. Und gerade wenn man das, gerade wenn man das wieder im Vergleich, wenn man Kirche wieder mit dazu zieht und für viele, die religiös groß geworden sind, ist das ja die erste Konfrontation mit Gesetzen und mit Rechtlichkeit, also ne, 10 Gebote bei den Katholiken, also bei den Christen, bei den anderen was anderes. Das, und da, das hinterfragt man natürlich auch als Kind, ne, das ist ganz klar. Und das hinterfrage ich natürlich generell, das ist klar. Mhm. Weil ich absolut gegen, als jemand aus den 50er Jahren stammt, eine absolute hysterische Phobie gegen Autoritäten habe. Besonders gegen männliche Autoritäten. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die ich gerne noch mitnehmen würde. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns dann dem Original auch noch mal widmen. Wir haben ja hier nur das schwache Abbild. Genau. Und dann im Anschluss noch einmal hochgehen in die Ausstellung und das Käthe-Hamburger-Kolleg, Herr Gebhardt, Recht als Kultur, war so nett, uns nachher noch zu einem Umtrunk einzuladen, den wir dann für alle, den wir dann im Foyer einnehmen. Aber ich will jetzt erstmal den Fragen nicht vorweggreifen. Bitte schön. Ich würde mir wünschen, dass sehr viele Leute diese großartige Ausstellung sehen. Und dann frage ich, warum hat man nicht hier das auf diesen Flyer gedruckt? Das in meinen Augen würde das neugierig machen. Das ist was drauf welche gedruckt, Frage? Entschuldigung? Auf diesen Informationsflyer, der ausliegt, auf dem Tegel der Museen. So. Ich glaube, das kann ich beantworten, weil... Der Kabila ist in meinen Augen nicht so geeignet, die Leute zu interessieren. Also schlechter als beispielsweise eins der anderen Bilder, was die ganze Bandbreite auch darstellen würde. Also der Kabila gut. Ich habe darauf keinen Einfluss gehabt. Ich das, rede mich das ist, einfach aus. Ich habe die Arbeiten gemacht, ich habe mit meiner Vermarktung nichts zu tun. Ja, das bestätigt nur, dass wir das richtige Bild für die Diskussion auf jeden Fall. Nein, ich glaube, das war noch nicht fertig. Nee, kann das weiß ich. Doch, das kam wirklich zum ganz späten Zeitpunkt. Nee, das war noch nicht fertig. Ja, das war genau, noch nicht fertig. Ja. Genau, es ist im Juni fertig geworden und da waren wir mit der Vorankündigung schon raus. Ja, ich habe nur eine kurze Frage an Sie, und zwar, was ist denn wäre es denn für Sie, wenn es um zeitgenössische Kunst geht, die Richter, die darüber entscheiden, was gute zeitgenössische Kunst ist und was nicht? Also es gibt ja einige Kritiker, die sagen, das sind die paar wenigen Großgaleristen, dass die inzwischen entscheiden, wer so erfolgreich wird wie der Herr Odenbach und wer nicht. Ja, also das ist eine Frage, die ich auch nicht endgültig beantworten kann. Man muss das natürlich sehen in einem sehr engen temporären Fenster, also sagen wir mal jetzt der letzten 5 und der nächsten 5 Jahre, ist es sicher so, dass tatsächlich eine Handvoll Großhändlergalerien und Großsammler scheinbar hier das Heft in die Hand genommen hat und über die ökonomische Bewertung auch so etwas wie die symbolische Wertschöpfung des Bildes gleich mitbehauptet und des Kunstwerks. Meine ganz sichere Annahme ist, dass das einfach ein vorübergehendes Phänomen ist. Also natürlich beklagen wir das heute immer wieder und natürlich sind Museen im Moment auch diejenigen, die am Ende der Fahnenstange stehen. Wir sind sozusagen an der Stelle Bittsteller geworden, ja, die Brosamen nochmal angeboten bekommen, wenn man das in etwas drastisches Bild fassen würde. Das ist aber nicht das letzte Wort. Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, dass am Ende alles im Museum landet. Und darin steckt irgendwie auch etwas Bedrohliches. Ja.
gewissermaßen, aber sagen wir mal, für die Museen und auch für die Frage, wo die Definitionsmacht, wenn man mal einen ganz anderen Zeithorizont als den temporären nimmt, ja, wenn man sozusagen über einen Zeitraum blickt, in dem es Museen überhaupt gibt, die letzten 252 Jahre, dann sieht das natürlich schon anders aus, wenn man das mal in die Zukunft verlängern würde. Also insofern, Sie merken schon aus meiner Antwort, ich gehöre nicht zu denjenigen, die schwarz sehen für unsere Profession, also der Kuratoren, auch der Museumsleute, sondern ich glaube daran, dass es andere Paradigmen und andere Bewertungskriterien als nur die rein ökonomische wieder geben wird, und zwar schon relativ bald. Und das heißt aber hier auch, dass es eben einen eigenen ästhetischen Reiz gibt, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Und das würde eine zweite Diskussionsrunde voraussetzen. Worin wir den eigentlich identifizieren und wie wir ihn in Beziehung setzen zu den multiplen und mehrdimensionalen Inhalten, die repräsentiert werden. Aber das wäre eine weitere Diskussion. Ja. Wir wollen uns ja gerade diesen von der Aura des Kunstwerkes noch inspirieren lassen. Ja. Ich will jetzt auch nichts, aber wenn Sie noch eine Frage haben, bitteschön, ist ja auch wunderbar, wenn es diese Interesse gibt. Man könnte vielleicht den Großgaleristen dann eine Robe kreieren, Ist eine goldene. Larry Gagosian mit roter Robe. Damit wir sie sofort erkennen können. Eine goldene Robe kriegen die. Ja. Ich war übrigens nie bei einer Großgalerie. Also es geht. Bitteschön. Ich würde mich sehr herzlich bedanken, dass es so aufregend ist. Besonders die Kunstwerke. Meine Frage geht zurück zu den Kunstwerken. In Ihren Kunstwerken gibt es auch viele Texte, die eingebaut sind. Und dann natürlich für jeden Künstler gibt es irgendwie ein Verhältnis zwischen Wort und, oder Text und Bild, in dem man einen Titel hat. Und meine Frage ist, was bedeutet Titel? Sind die eine Beschreibung, die Werke? Sind die ironisch oder machen sie irgendwie eine produktive Reibung um die Contradictions? Die Widersprüche. Sie sind ein zusätzliches Element, würde ich mal sagen. Also neben dem Bild, also der bilderischen Aussage und dann dem Found-Footage-Material, sind sie für mich, also wenn sie in der Ausstellung gleich sind, merken sie in meinen Anfängen in den 70er Jahren, gab es noch einen großen Zwiespalt, wo ich nicht so richtig wusste, will ich jetzt der bildende Künstler sein oder möchte ich lieber schreiben? Und da halte ich sehr stark noch die Balance, indem ich das ganz simpel das Blatt geteilt habe und das obere war das Bild und das untere war der Text. Und dann gab es große Beschreibungen, wenn man natürlich filmisch arbeitet, dann gibt es die sogenannten Drehbücher, die ich aber dann sozusagen bildnerisch umgesetzt habe. Da war sehr viel Text. Also Text hat immer eine sehr große Rolle für mich gespielt, als visuelles Element auf der einen Seite und natürlich auch als beschreibendes oder zusätzliches Element. Und ich habe während dieser Arbeitsphasen aber immer eine ganz besondere Affinität zu Titeln gehabt und habe mir komischerweise eigentlich nie lange die Titel überlegt. Interessanterweise, wenn ich ein Bild im Kopf habe, habe ich den Titel sofort. Und der Titel hat mir oft sozusagen das Bild näher gerückt oder näher gebracht und hat quasi für mich sozusagen eine zusätzliche Ebene in das Bild gegeben. Und für die Bilder, für die ich nicht sofort einen Titel gefunden habe, die haben keinen Titel. Also ich habe nie ein Bild fertig gehabt und habe dann da gesessen und habe gesagt, wie soll das denn jetzt heißen? Also, aber das spielt eine sehr große Rolle. Und dann gibt es natürlich im Deutschen wie in anderen Sprachen auch diese wunderbaren Sprichwörter,
die ja so unglaublich starke Beziehungen zur Kulturgeschichte haben und zur volkstümlichen Kulturgeschichte und die auch immer so einen komischen Zwiespalt zwischen Witz und Ironie und auch Interpretation haben. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen für diese lebhafte und schöne Diskussion bedanken. Ganz herzlicher Dank an Sie, Herr Gebhardt, an dich, Marcel, für diese Diskussion. Jetzt begeben wir uns nach oben. Schauen Sie nicht nur abgelegt und aufgehangen an, sondern nützen Sie die Gelegenheit, durch die gesamte Ausstellung zu gehen. Ich glaube, ich darf Ihnen versprechen, es lohnt sich, dann musst du es nicht machen. Und wir treffen uns im Foyer wieder zu einem abschließenden Umtrunk. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und kommen Sie in jedem Fall wieder.